die Côte d'Azur. Seit jeher Sehnsuchtsort russischer Immigranten. Leicht zu erkennen, was sie fasziniert. Nizza hat alles zu bieten. Das Meer, das Klima und natürlich das hier. Alter Adel, neuer Geldadel, alle kommen hier auf ihre Kosten. Etliche der Yachten sollen reichen Russen gehören. Die Sanktionen treffen nicht nur sie, sondern auch die Stadt, ja die gesamte Region. Das beschreibt mir Laurent Merengon. Er ist Immobilienmakler. Politisch steht er weit rechts, wie viele hier. Laurent ist der Gründer des französisch-russischen Businessclubs in Nizza. Eingefrorene Konten, blockierte Geldtransfers. Seine wohlhabenden russischen Klienten sitzen jetzt auf dem Trockenen. Wir arbeiten hier alle im Tourismus, Hotellerie, Luxussegment. Die russische Klientel ist zwischen Monaco und Saint-Tropez ein bedeutender Teil der lokalen Wirtschaft. Und ohne sie? Tja. Die russisch-orthodoxe Kirche in Nizza. Natürlich finden sich nicht nur reiche Russen hier. Im Restaurant Die Transsibirische gibt es traditionelle russische Küche. Doch Patrick Calvin ist dabei, sein Geschäft aufzulösen, nach 45 Jahren. Seit Beginn der russischen Invasion erhält der 80-Jährige anonyme Drohanrufe. Mehr noch. Seit Anfang des Ukraine-Krieges kommt praktisch niemand mehr ins Restaurant. Die Leute gehen nicht mehr aus und die Ukrainer, die früher bei uns bestellt haben, nichts mehr. Über die Politik macht er sich keine Illusionen. Trotzdem geht er noch jeden Morgen in seine Küche. Die heißen Piroschki. Wir machen die mit Fleisch, Kohl und Zwiebeln. Doch damit ist es wohl bald vorbei. Mit Wehmut streift er noch einmal die Tische entlang, eingedeckt und vorbereitet für die Gäste, die nun nicht mehr kommen. Sein Berufsleben ist hier zu Ende und für die Zukunft hat er kaum Erwartungen.